Servus Leute, hier habe ich jetzt eine Melita Café OCI. Diese Kaffeemaschine werden wir jetzt dann komplett reinigen. Sieht auch dementsprechend lecker aus. Bekommen habe ich sie, da sie eben das ganze Wasser in die Auffangschale runtergeschmeißt. Das werden wir jetzt dann auch testen. Tauschen werden wir wahrscheinlich den Kaffeeauslauf. Bitte kauft euch den, der kostet wirklich jetzt nicht wirklich viel Geld. Die sind so verschmutzt, da trinkt ihr wirklich echt richtig Dreck. Ich mache den dann einmal auf, tu mal den aufschneiden, dann könnt ihr mal sehen, was da rauskommt. Das Drainageventil werden wir auch wahrscheinlich wechseln müssen. Das sind so Standardsachen bei Melita, die ihr kaufen müsst. Hier oben gibt es auch so ein Überdruckventil, das solltet ihr auch wechseln. Jetzt tun wir mal die Maschine einschalten, ohne die Auffangschale, damit wir mal sehen, was sich da eben abspielt. Legen wir einfach etwas da drunter. Der Schalter für die Auffangschale ist hier. Da müsst ihr hier diesen Schalter überbrücken. Mit einem Löffel. So, jetzt überbrückt, schalten wir es einmal ein. Guten Morgen, sagt sie. Die heizt auf. Hey Mann, jetzt fängt sie mal an. Schauen wir, was passiert, wo das ganze Wasser läuft. Sie läuft in der Mitte. Wenn sie in der Mitte läuft, bedeutet das eigentlich, dass die Brühgruppe einmal einen Defekt hat. Das werden wir sich dann näher ansehen nachher. So, nehmen wir mal die Brühgruppe aus. Vielleicht sehen wir ja schon was. Aber es schaut eher nach dieser Dichtung aus. Tun wir es einmal reinigen, schmieren und dann schauen wir dann im Nachhinein, ob das dann wieder dicht ist. Na gut, also in diesem Video werden wir auf jeden Fall das Drainageventil wechseln, weil wenn das einmal kaputt ist, dann läuft dann das Wasser während dem Kaffeebrühen immer hier raus und da kommt nichts oben rein, also nicht aus dem, also es kommt einfach kein Kaffee. Oder eben die Dichtung ist defekt, so wie es jetzt da gespritzt hat. Wir werden die Maschine komplett zerlegen. Jeder pickt sich einfach das aus, was er eigentlich benötigt. Ich schalte sie einmal aus. Und wir fangen nochmal an. Also wenn ihr die Maschine entkalkt, nehmt dann Entkalkungsmittel. Wenn ihr Durgol hat oder irgendwas, dann reinigt das auch zusätzlich, damit diese weißen Flecken auch weggehen. Dann hier gibt es zwei Schrauben und hier die alle einmal öffnen und ausbauen. Die für den Werkstättenport auch ausbauen. So, das ist die letzte jetzt von hinten. Können wir es mal versuchen. Das Ganze hier auf diese Stifte gehalten. So. Die oberen zwei. Greifen wir hier rein. Okay. Hier. Okay. Ja. Ist das nochmal? Okay.
diese Seite noch da. So, da haben wir den Stecker für den Bohnenbehälter. Das, was ihr macht, ist klar, ne? Ihr könnt da verschiedene Arten von Bohnen reingeben und damit könnt ihr das steuern. Das ist der Schalter eben für die Klappe, für die Tablette. Diese befindet sich hier drinnen. Da wir die Maschine jetzt ganz reinigen wollen, machen wir das alles mal auf. So. Nämlich so. So kann der drinnen sein. Okay. Hier einfach drin ziehen. Das können wir auch so ausbauen. Und jetzt kann das Ganze dann gewaschen werden. Hier müsst ihr mal raus. So. Dann nach hinten ziehen. Dann zu euch. Und dann kommt ihr heraus. Hier haben wir Schaltknopf, dieser hier, das da ist der Sensor für den Wassertank und Wasser abstecken. So, das da zu waschen, bauen wir den Einschaltknopf aus. Keine elektronischen Teile nass werden. So, da ist er schon. So, einmal. Kann man schon rausschieben. Okay. So, stecken wir jetzt einmal auch die Platine ab. Macht euch da einige Fotos, damit ihr euch dann auch auskennt, wo was hingehört. Die Stromkabel auf jeden Fall. Und dann können wir schon abstecken. Okay. Die zwei Schrauben hier. So, jetzt kommt sie schon. Stecker für Display und Bedientasten. NTC-Stecker, dieser hier. Das ist Flowmeter, das Kabel lasst ihr drauf, da steht Power, das ist eben das Kabel oben für die Tablettenklappe, das ist das Kabel für den Wassertank, hier ein Brühgruppenschalter, das ist der Keramikventil, umgedreht worden, das da ist der Motor vom Keramikventil und das da ist der Motor vom Antrieb der Brühgruppe. Wenn ihr die verdreht, die kann man nämlich auch verdreht einbauen. Da steht hier, das eine steht Motor Brühgruppe und das andere steht Motor Valve. Wenn ihr die verdreht und die Maschine einschaltet, dann kommt einmal Fehler 8. Und wenn ihr sie einschaltet, geht dann dieser Motor uroft und urlaut dreht dieser. Weil normalerweise sollte eigentlich der Brühgruppenmotor drehen. Der dreht aber dieser. Und dann nach einiger Zeit kommt dann eben die Störung mit der Nummer 8. Das würde euch eben sagen, dass ihr da die zwei verdreht habt. So.
dieses Wasser da, was ihr seht, und da, dass diese angerosteten Stellen hier würden bedeuten, dass eben dieses Ventil hier undicht ist und das ganze Wasser dann kurzfristig da hinunterläuft. Und dieses Ventil müssen wir auch tauschen. Es gibt da verschiedene Dichtungen, die sind halt drinnen. Man kann versuchen, da mit einer zweiten Dichtung da rein und das Ganze dicht zu bekommen. Doch die Funktion verändert sich vom Ventil. Und dann funktioniert das Ganze nicht korrekt, wie es sein soll. Deswegen besorgt doch einfach eins. Und fertig ist die Geschichte. Die kosten auch so 6-7 Euro. Schaut euch das an, was da drin für ein Gatsch ist. Und so sieht dann das Ganze aus. So ist das Ganze verbaut. Die Kappe hier nicht so einbauen, weil dann habt ihr noch mehr Probleme. Die Kappe gehört auf jeden Fall so drin. So gehört sie rein. Wenn wir so hineinschauen, ist da ziemlich viel Gatsch drin. Also, so einbauen. Nicht vergessen, die Feder geht so hinein. Und so. Da ins Loch und reinklipsen. Das reinige ich dann danach. Sonst ja einfach nur ausbauen, mit den Bürsten alles reinigen. Das ist jetzt keine große Kunst. Valve. So, diese wird gehalten dann mit zwei Schrauben. Und diese hier, die ist recht versteckt. Bauen wir auch aus. Macht euch von dem auch ein Foto, damit ihr euch auskennt, wo was hingehört, damit ihr dann das Ganze auch später richtig einbauen könnt. Der durchsichtige Schlauch ist der, was die Luftbläschen rüberbringt. Für den Milchschaum ist das Ganze verantwortlich dann. Genauso wie diese Düse hier, da ist auch ein Loch. Damit steuert man auch den Milchschaum, wenn er da drauf drückt und das Ganze beginnt zu zischen und kommt nur warme Milch. Wenn er auslässt, dann müsst ihr dann anfangen, wieder Milchschaum zu produzieren. Ihr könnt das Ganze auch so drinnen lassen und hier einfach abschrauben. Funktioniert auch. Doch wir stecken einfach alles ab. Einmal, zweimal. Ist schon lange nicht mehr auf gewesen, deswegen picken die Schläuche. So, jetzt haben wir das Keramikventil auch draußen. Stecken wir den Motor von der Brückgruppe ab. So. So, bauen wir jetzt einmal das Malwerk aus. Die Stecker hier, weiß ist rechts, schwarz ist links. Dann müsst ihr auch drücken. Da ist so ein Stift, den ihr drücken müsst. Sonst geht das nicht runter. Dieser hier. So. Da ist noch eine.
Schraube, diese hier. Sind lang, drei Stück. Hier habt ihr auch eine Markierung, wie dann das Ganze drinnen ist. Kann man sich dann merken. Das ist der Wärmesensor. Wenn das Ganze zu heiß wird, dann wird der Strom unterbrochen, damit eben das Ganze keinen Schaden nimmt. So, und da haben wir ihn jetzt. Das könnt ihr einfach nur, voilà, tun wir zuerst Training ein bisschen. So, diese Dichtung runter. Dann könnt ihr das Ganze so überheben. Ding dann hier einbauen. Wenn ihr dann den hinteren Deckel drauf gibt, schaut ihr mal, wo die feinste Stellung ist, und dann drückt ihr das Ganze hinein. Sonst zum Öffnen muss das Ganze jetzt abgeschraubt werden, damit ihr dann das aufbauen könnt. Und da habt ihr jetzt dann die Mahlscheibe. Und das geht jetzt dann noch weiter gereinigt. Da müssen wir dann das könnt ihr auch abbauen. Das ist die einzige kurze Schraube. Dann nach oben gleiten lassen. Da ist es schon. Das kann auch abgenommen werden, Vorsicht. Die Kugel fliegt runter. Sonst kann das Ganze nicht drehen. Okay. Da ist eben ein Ende. Ihr könnt das Ganze noch überheben und dann könnt ihr das Ganze rausnehmen. Merkt euch, dass das hier war. Dann haben wir da die Kugel, die ist wichtig. Und da drin ist auch eine Feder, die dürft ihr auch jetzt, wenn ihr das Ganze jetzt umgibt in den Mistkübel, dass die Feder nicht wegfliegt. Vielleicht mit so einem magnetischen Schraubenzieher die Feder rausnehmen. So, jetzt können wir reinigen. Sogar das da geht hier raus. Jetzt bauen wir mal wieder das Mahlwerk zusammen, Feder rein, Kugel ja nicht verlieren. Und dieses Teil rastet hier ein, reindrücken, fest drin, dann ist es hier richtig. Machen wir das wieder so auf, damit wir dann das da richtig einbauen können. Hier ist die Markierung. Das bauen wir so hinein. So, und so ist es verdreht. Und das ist jetzt, das heißt, wenn ihr auch diese Sachen nicht habt oder das irgendwie verdrehen tut, ja, dreht es einfach ganz fest, bis es nicht mehr geht. Und dann geht ihr einfach die 1, 2, 3, 4, 5 mal auf, und das ist eure feinste Stellung. Das wird dann erst im Nachhinein eingebaut. Erst wenn dann das hintere Teil, wo eben das Loch ist, raus. Erst dann könnt ihr das reinklicken, damit es dann richtig ist. Das können wir jetzt einbauen. So, so kommt dann diese kurze Schraube hier rein. Dieses Gummi dazugeben, nicht vergessen. So, das Mahlwerk ist einmal bereit zum Einbauen. So, bauen wir jetzt diese Seiten und das wieder hier vorne abstecken. Das Ganze wird ein bisschen gedehnt, damit es eben hier aus diesen Sachen hinausgeht. Also ihr müsst es ein bisschen in die Richtung zuerst einmal dehnen, damit ihr da rauskommt, und dann nach rechts schieben, dann kommt es raus.
Das Ganze kommt in den Geschirrspüler. Auch wenn es solche Schwämme da drin sind, die müssen auch eben gewaschen werden, weil da sammeln sich auch eben Bildsporen, die dann die Maschine ziemlich schnell dann wieder mit Schimmel vollfüllen. Noch ganz wichtig, ich könnte einen Tab auch reingeben, doch 45 bis 50 Grad höchstens. Dann lasst ihr die Maschine 30-40 Minuten laufen und dann nehmt ihr die Teile raus. Die Trocknung am Ende ist eigentlich eher das größere Problem für die Plastikteile. Und keine lackierten Teile reingeben, sonst bekommt man diese Flecken. So, und jetzt schon langsam kommen wir an der Stelle, wo wir diesen Antrieb da ausbauen, um endlich einmal zum Drainageventil zu kommen. Dazu nehmt ihr bitte noch diese Schalter ab. Das sind so Naseln, die müsst ihr einfach wegbiegen. Den Schalter auch noch betätigen, damit er dann leichter herauskommt. Sonst bricht ja was ab. Und dann gerade rausnehmen. Dann haben wir den. Dann dieser Schalter hier auch nach oben. Gut. Das. Jetzt können wir mal die Maschine umdrehen und abschrauben. So, dann haben wir da diesen Ausdehnungs-Umleitungsbehälter. Der hängt da eben direkt drauf. Wenn wir den jetzt da aufmachen, wird nichts Gutes rauskommen. Also diesen bitte auch reinigen. Ist einfach sämtliche Pilzfallen beseitigen. So sieht der normal eigentlich aus. So, jetzt drehen wir die Maschine wieder um und nehmen das raus. Hier stecken wir da das zur Verbindung ab. Okay. So, dann haben wir dieses Teil in der Hand. Nicht vergessen, das da beim Einbauen wieder so reingeben, wo eben diese Markierung ist. Um das Drainageventil abzubauen, einfach nur die Feder rausnehmen. Dann das da nach unten, genauso wie das. So, dazu müssen wir diese zwei Naseln, die wir gleichzeitig runterdrücken, hineindrücken, auf der anderen Seite genauso, und dann geht das Ganze hinunter und jetzt kann das Ganze nach oben rausgenommen werden. Können wir das abstecken. So, und das ist das Drainageventil. Das Ganze kommt dann hier hinein. So, jetzt habe ich einmal die Kappe da aufgemacht, mit den vier Naseln hier. Davor habe ich jetzt noch diese Dichtringe hier mit solchen roten einmal ausgewechselt bei allen Verbindungen hier. Jetzt schauen wir sich mal den Antrieb an. Etwas schmieren, damit er nicht so laut ist.
Nein, die fangen dann mit der Zeit so richtig zum Jaulen an. Das ist er. So zwei Kugeln. Die dürfen wir nicht verlieren. Okay. So, noch ein Fehler, was eben der Antrieb haben kann, ist eben dieser Dorn hier sehr schwergängig ist. Dazu müssen wir das ausbauen, das biegt meistens ziemlich gut. Und wenn wir jetzt alle Zahnrädchen rausnehmen und wir das da reinschieben, dann merkt man, dass der nicht leichtgängig läuft. Das heißt, entweder dieses Plastik schrumpft oder das wird leicht dicker. Deswegen werden wir das jetzt leicht anrauen, etwas weniger wird. Jetzt schwergängig mit dem Gatsch. Probieren wir es mit dem Leichtlauföl. Ja, besser. Gut. So, natürlich haben wir dasselbe Problem auf dieser Seite. Das heißt, das muss ich auch noch anschleifen. So, habe ich das auch schon angeschliffen. Jetzt da funktioniert die Geschichte. Beide Seiten. Das heißt, jetzt wird sich der Motor leichter tun, weil es beginnen dann irgendwann, es hört sich die Brühgruppe schon so schwer gängig an. Und das liegt meistens dann an diesen zwei Dornen hier. Die werden halt, weiß nicht, entweder wird das immer kleiner oder das immer dicker mit der Zeit. Gut, dann bauen wir das Ganze jetzt mal wieder zusammen. Das Metallstück kommt da dran hinein. Dann kommt dieses Teil hinein. Das läuft. So, die Kugeln, da habe ich hinein Fett gegeben, damit es da eben picken bleibt. Da hinein. Gut. Versuchen wir wieder das Ganze einzubauen. Da kommt dann dieses Stück hinein. So, jetzt ist eingerastet. Das Ganze gehört dann so gedreht, dass es nach oben ist. Dann kommt der Motor hinein. So. Dann kommt dieses Teil hier rein. So. Kabeln sind alle da. Kugel ist hier, die andere Kugel ist da nach oben. Jetzt vorsichtig zusammenlegen. Schauen, dass die Kabel hier hineinpassen.
und geht viel leichter rein. Mhm. Sehr gut. Jetzt schrauben wir einfach die drei Schrauben an. Und der andere ist auch gepimpt und bereit wieder für einen langen, problemlosen Betrieb. So, jetzt bauen wir das Drainageventil ein. Es ist wichtig, dass dieses Teil hier unten drinnen steht und dann sichern. Das muss es können. Das heißt, das gehört auf jeden Fall so eingebaut. Und jetzt die Feder rein. Also wenn ihr dieses Teil auf jeden Fall falsch einbaut, dann kommt das sowieso nicht schön in die Brühgruppe rein. Ganz wichtig, diese Stücke nicht vergessen einzubauen, sonst könnt ihr die komplette Arbeit wieder von vorne anfangen. Darauf achten, dass das Kabel hier drin ist. Und reinklipsen. Und jetzt legen wir das Ganze rein. Gut. So, und jetzt da schrauben wir das Ganze an. Sind da 1, 2, 3, 4 Schrauben noch. Können wir diesen Behälter zusammenbauen. Und hier mal reinstecken. Da sind so zwei Stifte, da geht das rein. Fertig. Jetzt kommt noch dieser Schalter da rein. So. Den sind wir. Jetzt dann den Schalter für die Tropfschale einbauen. Schön die Löcher erwischen, reinklicken lassen, Motor der Brühgruppe mal anschließen. So. Erledigt. Setzen wir mal das Flowmeter ein. Das sind da zwei Löcher. So, vorher bauen wir noch die Front aus. Und der Kaffeeauslauf ist nämlich nicht so einfach anfangs. So,
Die Tür kann man so einfach abklipsen, so um den Kaffeeauslauf aufzubauen. Bis da so mal. Nach oben, es pickt alles. So. Jetzt ist da. Gut, dann ist noch eine Schraube. Dann haben wir hier noch einen Schalter für die Klappe. Bauen wir auch aus. Merkt euch, wie die Leitungen gehen. Oben, unten. Das da ist die Kaffeeleitung, die hier reingehört. Können wir auch abnehmen. Merkt euch, von wo die kommt. Also das Ganze ist so stark verpickt, da müsst ihr mit dem Schraubenzieher da hinein und das Ganze hochdrücken. Dass das Ganze rauskommt, bricht euch da nichts ab. Es ist Wahnsinn, wie verklebt das ist. Wahnsinn. Dieses Teil hier, die LEDs und so, nur zur Veranschaulichung, was ihr da eigentlich für einen Dreck drinnen picken habt. Das ist die neue Düse, die hat 15 Gramm, das ist die alte Düse, die hat 28 Gramm. Gut, dann machen wir es einmal auf und schaut euch einmal das an, was ihr trinkt. Also kann ich nur immer wieder sagen, kauft euch das. Wenn ihr eine Kaffeemaschine gebraucht habt, lasst die reinigen oder erledigt es selbst, sonst wisst ihr nicht, was ihr da trinkt. Da hineinfahren. Dann nochmal. Und die ist halt angepickt. Dann müsst ihr dann versuchen, sie wieder anzupicken oder einfach eine neue. Schaut euch das an. Ich denke mal, das sagt alles. Kauft einfach eine neue. Und dann habt ihr eben dieses Problem nicht. Ich meine, das ist Pilz. Okay. So, und so sollte dann das Ganze eigentlich aussehen. Einigermaßen gereinigt, also jetzt nicht Vollgas. Muss ich ja nicht, weil ich habe ja neue. So, da haben wir jetzt noch die Milchdüse. Okay. Das ist gut. Okay, die gehört auch gereinigt. Die lege ich in den Milchsystemreiniger rein. So, nochmal ganz wichtig, merkt euch einfach, wo die ganzen Kabel und die Düsen laufen. Weiß ist rechts, rot ist links. So. Gut. Jetzt, wenn ihr das Ganze hochfährt, bekommen so zwei Löcher. Und da drinnen sind auch Schrauben. Zwei. So, jetzt können wir die Front einmal abbauen. Die zwei Schrauben hier. Und diese.
Er bewegt sich schon das Ganze mal. Es hängt noch in der Mitte, weil da drinnen sind auch zwei Schrauben in diesen Löchern. Da müsst ihr den Kaffeeauslauf ganz nach oben drücken und dann könnt ihr die abschrauben. Die lassen sich nicht mehr rausnehmen, weil hier dahinter Magnete sind. Das heißt, sie bleiben jetzt dabei noch drin. Dann haben wir da das Display. Und der Kaffeeauslauf mit den Leitungen. Diese sind hier eingezwickt. Ihr müsst euch auch merken, wie die eingezwickt sind. Okay. Dann von hier könnt ihr die Stecker abstecken. Und die Sachen auch herausnehmen. Okay. Die LEDs könnt ihr abnehmen und auch mal reinigen, um den Kaffeeauslauf ausbauen zu können. Abdeckung. So. Diese Abdeckung hält dann das nicht aus. Da kommt da jetzt einer. Das sind zwei Schienen. Einmal. Dann rauf, runter, bis einmal sie sich ein bisschen zeigt. Da ist sie schon. Da ist die zweite Schiene. So, wie wir die jetzt abgebaut haben, sollte sich das Ganze jetzt drehen lassen. So, das da haltet die Schläuche in Position. Normalerweise sind sie auch leicht eingedrückt. Da könnt ihr auch ungefähr sehen, wo die einmal fixiert waren. Da sind die Eindrücke, da sind auch Eindrücke. Da ist sogar was markiert worden. Genauso wie hier haben wir eine Markierung und Eindrücke, also Abdrücke. Und dann diese zwei. Tut sich noch nichts. Jetzt müssen wir noch die zwei abbauen. Dann haben wir hier diese Plastik-Eindrücke. Und da drinnen sind jetzt vier Magnete. 1, 2, 3. Es trennt sich jetzt so. Die Magnete sind noch immer drinnen da. Die dürft ihr auf keinen Fall verlieren. Die gehen auch ziemlich schnell weg. Diese Schiene hier. Darauf fahren dann die Magnete. Die gehört hier reingerastet. So. Okay. Das ist es bis jetzt. So, jetzt kommen wir zum Display. Dazu müssen wir den Knopf ausbauen. Das Ganze umdrehen, die vier Schrauben abdrehen. Sechs Schrauben abschrauben. Die Schrauben wurden abgeschraubt. Das können wir rausnehmen. Hochziehen. So. Dann habt ihr dann das Display in der Hand. Um dann dieses Teil auch noch waschen zu können oder vielleicht die Knöpfe zu wechseln, müsst ihr einfach hier das Ganze abklipsen. So halten, leichter Druck mit dem Finger und los geht's.
Andere Seite. Leichter Druck mit dem Finger. Los geht's. Da haben wir jetzt dieses Teil auch in der Hand. Jetzt habt ihr auch die Möglichkeit, dann die Knöpfe auch auszubauen. Das Display anzusehen, das da zu reinigen, die Knöpfe zu wechseln oder weiter aufzumachen, um eben zur Platine zu gelangen, falls einmal da innen drinnen etwas kaputt ist. Aber das lasse ich jetzt dabei. Da dieses Teil lackiert ist, kann ich es nicht in den Geschirrspüler reingeben, das reinige ich dann so mit der Hand, damit eben keine Flecken entstehen. Und so, jetzt bauen wir mal wieder den Bildschirm zusammen. Darauf achten, dass da keine Härchen oder irgendwas ist. Drauf geben. Und reinklipsen, dann vergiss. Schrauben wir das Ganze am Frontpanel an. Nur reinlegen. Und mit den 6 Schrauben hier verschrauben. So, jetzt bauen wir mal den Kaffeeauslauf. Schläuche da durch, das so mal jetzt dabei liegen lassen, das da nehmen, dann die Magnete hier einbauen, den zuhalten und den ganz schnell rein, so, das ist drin. Andere Seite dasselbe, schnell rein und sichern. So, da sind jetzt die Magnete. Das legen wir jetzt da drauf. So hinein. Die linke Seite können wir anschrauben. So. Dann hier haben wir schon. Dadurch, dass die Magnete jetzt drauf sind, biegt das schon richtig. Dann können wir da die Schienen runter. Zweiter Bolzen. So, mit dem Stück hier nochmal sichern. So, es ist gesichert. Die 2 Schläuche sind oben. Die anderen kommen runter. So, können wir das Ganze wieder umdrehen. So. Und mit dem hier werden wir dann die Schläuche sichern. Also einmal da rein. Dann hier. Das da ganz nach oben einfach. So könnt ihr es ungefähr sehen, ob es ausreicht oder nicht. Den dann daher. Dann mit den, mit dieser Schelle da sichern. Das
So, hier können jetzt die Speicher sich nicht bewegen. Und fertig ist die Geschichte dabei. Das gehört auch da hinein schon. Die LED-Lampen. So. Das können wir uns dabei so lassen. Wichtig hier, das Ganze muss passen, damit ihr dann die Schrauben schön ansetzen könnt. Also wenn es da unten ist, ist nicht gut, das müsst ihr so ein bisschen heben. Da sind die Schrauben richtig. Angeschraubt. Das da jetzt ganz nach oben heben und hier auch die zwei Schrauben einsetzen. So, stecken wir mal die Schläuche an. Links ist rot. Weiß ist rechts. Hier mal das Kabel durchführen. Das da so reinschieben. Reinklicken. So. Jetzt anschrauben. Prüfen, ob das alles funktioniert. Funktioniert. Die gesäuberten Lichtkappeln. Auf eingeben. So. So, der Kaffeeschlauch noch. Den habe ich noch nicht eingesteckt da. Da ist er schon. Da anschließen dann. Gut, sieht man. So, jetzt kommt der saubere Kaffeeauslauf einmal rein. Gut. Das müsste jetzt das Teewasser sein. Das kommt hier hinein. Der Kaffeeanschluss. Der ist hier oben. Silberner Ring hier. Der Aufsatz. Okay. So, so. Reindrücken. So. Drin sind wir. Das Ganze bewegt sich schön. Alles ist dicht. Passt. Dann können wir auch dieses Teil da drüber einklemmen. Was schon. Jetzt kommt der Milchschaumaufsatz. Da hinein, da rein. Noch auch drücken.
das da reingedrückt. So. Okay. Kaffeeauslauf zusammengebaut. So, jetzt bauen wir mal das Keramik mit die Leine. Durchsichtiger Schlauch. Hier rein. Roter Schlauch in der Mitte. Weißer Schlauch außen. Kommt dann da daher. Dazu schrauben wir mal das Keramikventil an seiner Position. So. So, tun wir dann das da sichern. Dann. Das ist der Schlauch. Die Brühgruppe. Und der ist da einbaut. Also den Antrieb. Dann bauen wir es mal weg jetzt ein. Das gehört jetzt da hinein. Dann hier in das Loch hinein. Und da anklicken. Dann das Ganze hier runter und lassen. Gut. So. Die drei langen Schrauben gehen da rein. Und festschrauben. Wie ihr sehen könnt, das ist noch so, wie es mal war. So, beginnen wir jetzt einmal mit der Platine. Diese zum Einbauen. Das ist jetzt Brühgruppe. Das heißt, Motor BE ist da. Nicht vertauschen, weil Motorvalve gehört auch da angeschlossen. Das eine ist Valve, das andere ist Motor-Brühgruppe. Bitte das nicht verdrehen. Also Motor-Brühgruppe. Wenn ihr das verdreht, habe ich schon bereits erwähnt, dann dreht der Motor die ganze Zeit, wenn ihr die Maschine einschaltet, und dann kommt Fehler 8. Motorvalve kommt dann hier. Okay. Steht jetzt hier. Valve. Also kommt jetzt hier das, die Steuerung. Die Schalter, also die, da drin sind so ein paar Schalter. Die werden dann mit dem Kabel gesteuert. Das nächste ist Brühgruppen-Switches. Das ist das alles. Dann ist Wasser, Wasseranschluss, das ist dann dieser, der kommt da oben rauf für die Klappe, das ist NTC, das muss dann das Flowmeter sein. Bediendisplay, die Tasten,
Gut, dann haben wir das. Weniger Wasser und es sind zwei gleiche Stecker. Also der, was oben hingehört und der, was unten ins Wasser geht. Wo sind sie? Also der ist etwas länger. Der sollte im Wasser drin sein und der kurze geht drauf. Wenn ihr die verdreht, zeigt einfach die Maschine Wassertank einsetzen. Das heißt, sie erkennt den Wassertank nicht. So, jetzt. So. Jetzt ist sie mit drin. Zwei Schrauben hier sichern. Dann haben wir jetzt die Kabel hier. Die Erdung kommt hier rein. Ein Heater. Hier steht N. Hier steht L. So, dann kommt der Heater. Das da rein. Heater. Lila hier. Und Heater L. Dann hier. So. Okay. So, Knopf einmal rein. Ja. Gut. So, diese Dämmung ist jetzt nass. Einfach so mit einer Papierrolle das Wasser aufsaugen. So, jetzt bauen wir das mal. Erledigt. Das drauf. So, bauen wir mal wieder dieses. Dieser Schalter für den Wassertank einmal ein. So, jetzt bauen wir den Schalter ein hier für. So, eingebaut. Und da ist dieser Magnet hier, der kommt dann da bei diesem Reader. So. Trocknen wir mal die Hinterseite ab. So, jetzt stellen wir mal den Schalter da für den Mahlgrad. Tun wir den mal einstellen. Schieben in der Tour. Puh, so. Das ist jetzt die feinste Stellung. Jetzt können wir den reinklipsen. So. Gut. So, jetzt habe ich das hier angeschlossen. Schließen wir mal den Einschaltknopf ein und das Wasser. Schalten Sie einmal ein und schauen wir, was passiert. So, Wassertank rein.
Also Tanksensor anschließen und dann mal anstecken. Okay, Puff hat es einmal nicht gemacht. Jetzt schalten wir mal an. So, ich überbrücke jetzt einmal auch den Schalter hier. So, jetzt schalten wir es einmal an. Gerät heizt auf, das ist schon mal gut. So, jetzt verlagt sein Systemstart, weil sie komplett leer war. Guten Morgen, bitte warten. Systemstart. Dieses Problem passiert euch entweder, wenn ihr den Stecker verdreht, oder was ich gemacht habe, habe nicht drauf geschaut auf den Pfeil. Und das bedeutet, so geht dann das Wasser in die Richtung. Da kommt es vom Wassertank. Jetzt machen wir noch einmal einen Test. Angeschlossen ist. Gerät spült. Das ist dicht, das läuft hier rein. Ich weiß schon, was passiert ist. Der nette Vorbesitzer hat es halt gut gemeint, hat die Dichtungen gewechselt, hat aber diese Dichtung verkehrt eingebaut. Hat es halt gut gemeint, natürlich, das ist die größere Seite hier. Und der hat sie halt so eingebaut nach oben. Und das war eigentlich das eigentliche Problem. Die Dichtung gehört so eingebaut. Okay. Das war eigentlich das ganze Problem. Perfekt. Gut. Jetzt ist die Maschine einmal dicht. Schauen wir uns einmal das Malwerk an, was das macht. Ob das auch gut ist, die Einstellung. Das wird jetzt wahrscheinlich zu wenig sein. Weil eben das Malwerk komplett gereinigt wurde. Steht hier schon Abbruch. Kein einziger Tropfen. Das kommt. Bett ist auch ganz. Sehr gut. Das wird schon. Perfekt. Dann tun wir jetzt noch die Deckel zu. Und ich würde sagen, die Maschine ist dann fertig. Perfekt. Gut, dann machen wir das einmal zu. Hier die. So hinein. Dann da unten drunter den Knopf da reindrücken. Okay, drehen wir es mal um. Da sind wir nicht drin. So, da jetzt da. Anschließen.
So. Vorne einrasten lassen. Das da reindrücken. Okay, schaut gut aus, schaut gut aus. Klicken wir schon. So, alles geklickt. Das hintere Teil. Bauen wir ein. Da muss reindrückt werden. Es muss eben sein. Und weiter schrauben. Die zwei Schrauben wieder hier oben. Abdeckung. Der Deckel hier, Wassertank rein, so jetzt machen wir mal Latte Macchiato, der ultimative Test. Schaum schaut gut aus. Malt. Kaffee kommt auch. Schaum sieht gut aus. Perfekt. Da haben sich doch die 8 Stunden ausgezahlt bei der Maschine. Die haben wir geschafft. Perfekt. So. Gut Leute, ich denke, das Video ist lang genug geworden. Viel Spaß damit. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Ich versuche diese Fragen wie immer so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Baba.